Hallo Zuschauer und Zuschauerinnen aus allen herrenmöglichen Ländern, aus allen möglichen Herrenländern meine ich jetzt. Quatsch, Herrenländer, das hört sich ja bescheuert an. Nee, je nachdem, von wo ihr zuschaut. Und einen ganz besonderen Gruß geht auch nach drüben. Ich kann das nicht mehr hören. Er stellt sich das immer so einfach vor. Erstmal woanders hingehen. Ich hätte das nicht gedacht. Ich wollte nämlich einen ganz besonderen Gruß nach drüben schicken, nach Österreich. Keine Zeit. Servus. Gut, die brauchen auf alle Fälle Erfahrung. Ganz viel Erfahrung, weil bei uns sieht das echt mager aus. Ne, also 7500 ist die nächste Erfahrungsstufe, 6125 haben wir bis jetzt. 3 Lernpunkte. Ja, und wir brauchen auf jeden Fall 30 Stärke und 30 Geschick, damit wir wenigstens unsere Grundausbildung beenden können. Das sind also noch 6 und 5, das sind noch 13 Punkte, das ist nicht zu fassen, ey. Nee, 6 und 5 und nicht 13. 11 Punkte. Ja, dann gehen wir mal ganz einfach woanders hin. Und zwar ins Dorf. Ach, ich muss wieder Mana futtern. Wo ist Mana? Lauflieder. Lebensenergie. Was ist das? Seraphis. Habe ich nur einen Seraphis. Haben wir denn hier nur Mana? Ah, hier, da. Mana Bonos. Auf Doki und auf in das Dörfchen. Denn. Ich muss mich durchkämpfen. Ihre Dorothee und so, das alle ist da. Ist interessant, was du nicht sagst. Bevor ich irgendwas weitermachen kann, muss ich mich durchkämpfen. Irgendwie durchkämpfen. Ja. Gucken wir mal. Jawohl. So, erster Athanalos Lurker hier in diesem Teil, beziehungsweise in den ersten hier. Nicht zu holen. Vernichtet. Ja, cool. Der liegt mal schön so auf diesem alten Mühlrad. Auch gut. Folgst du mir? Doch, da ist er. Vorsicht, glitschig. Das sieht ja los. Haha. So geht's auch. Nee, doch nicht. Aber man muss zusehen, dass man die KI so ein bisschen... Shit, abgeprallt wahrscheinlich. Als hätte er sich zu sehr bewegt. Echt, wo ist hier die Lücke? Aber anscheinend. Sehr gut. Genau. Jetzt noch jeder Schuss ein Treffer. Dann ist alles gut. Mich auch nichts nicht bewegen. Hat jetzt die Faxendecke? Wir gehen mal Richtung Strand. Auch wenn es hier sehr. Okay. Wenn es hier. Ja. Wenn es hier sehr unübersichtlich aussieht. Junge Athanos Lurker, okay. Könnten wir eventuell. Waffe kriegen. Das sind
wir, glaube ich, mehr. Vielleicht zwei. Einer kann mir ruhig auf den Pelz gehen. Action! Ja, ich versuche mal aus dem Weg zu gehen. Irgendwo eine Möglichkeit von oben aus. Erstmal gucken, ob wir hier den Louis Trinker machen können. Wir können hier den Louis Trinker machen. Das ist perfekt. Das ist oberperfekt. Dann springen wir hier rüber. Ja, da guckst du, ne? Immer. Treffe ich überhaupt? Ja, okay. Die Situation hatten wir schon mal. Hier nochmal anlegen. Herrgott, Sakra. Oh, jetzt zieh doch mal ab. Wunderbar. Oh, da sind, hinten sind noch jede Menge. Ach, deswegen haben sie das auch so gemacht. Da sind ja jede Menge. Ja, mit 28 Pfeilen kann ich die da nicht... Nee, das ist... bringt hinten und vorne nichts. Doch, ein Wildschwein. Na, bewegst du dich? Ja. Da hat er mich gewittert. Ja gut. Ach, und er auch gleich hinterher, das ist jetzt doof. Das ist jetzt Mist. Ich brauche nur noch einen Schlag, dann bin ich hin. Und diese Atmo. Atmo. Also, gehen wir mal zurück und wollen mal eine Runde schlafen. Doch, es ist dunkel. Da kannst du dir sicher sein. So, Charlotte, darf ich in dein Bettchen? Schön kuscheln. Das wäre schön. Hallo? Und nicht bezogen, oder wie? Aber Charlotte macht dann nachher wieder sauber, ne? Ja. Siehst du, sag ich doch, Charlotte macht auch meine Blutflecken sauber. Auch Charlotte ist Verlass. Oh, Dorotheechen. Auch die macht auch sauber, finde ich gut, ne? Ah, weibliche Emanzipation, so soll es sein. Ein Quatsch. Sorry. Da habe ich wieder einen abgelassen. Gott. Gibt's auf jeden Fall Wasserfall. Ach du liebes Bisschen. Ein Badesee. Endlich kann ich mich abkühlen. Super. Wenn... Super, ein Badesee. Und jump in die Fluten. Jawoll. Schön. Abkühlen, schwimmen. Schauen wir mal, was man ein bisschen hier finden kann an dem schönen See.
Was Gavis? Nein. Jetzt haben wir doch schon wieder ein Schweinchen hier. Ach, den habe ich getroffen gehabt. Oder wie? Na, Schweinchen dick. Ja. Wunderbar. Ja, da müssen wir mal eben kurz wieder mal was machen. Gut, dass das jetzt passiert, weil... Moment, ich werde es erstmal speichern. Dann zeige ich euch, wie ich das mache, wenn wieder die Inventaranzeige falsch angezeigt wird. Wie ihr zum Beispiel hier sehen könnt, fehlen die Rottöne. Also gehe ich hin und sage, Odyssey, neues Spiel starten. Zack. Und dann natürlich immer schön Escape drücken. So, und das reicht auch schon. So, dann geht ihr wieder auf ein älteres Spiel. Aktuellen, einen älteren Spielstand laden. So, dann müsste das klappen. So habe ich das herausgefunden. Nach einigem Hin und Her und mit Tipps von dem Forum. Seht ihr? Da ist alles wieder da. Schmetterlinge. Nicht hier, vor meinem Fenster. Und ich denke immer, was ist da los? Ach ja, Scabby. Wieso ist denn jetzt der Scabby dahin geschieden? Der arme Scavenger. So, jetzt werde ich erstmal meine Waffe zücken. Und zwar die Primärwaffe. Ein Schwerdje. Okay, da ist einer. Tucker! Oh, das ist gut. Oh, wenigstens ein bisschen Punkte gemacht. Das ist wichtig, dass wir hier Punkte machen, damit wir auf jeden Fall erstmal die ganze Hauptquest, beziehungsweise die Quest, wie heißt die denn nochmal gleich? Achso, ja. Grundausbildung. Ja, für die Grundausbildung brauchen halt eben manche Menschen 2,5 Jahre oder 3, ne? Ist hier auch noch was? Ne, ist nicht. Oh, Mole Rat höre ich gerade. Also das ist ein schönes Fleckchen, muss ich sagen. Ein schönes Fleckchen Insel hier. Und apropos schönes Fleckchen, mal einen schönen lecker Wildschweinbraten essen. So, und dazu noch irgendwas Nahrhaftes, wie zum Beispiel einen Tilsiter. Boah, der stinkt. Boah. Aber schmeckt. Oh, sorry. Das hat jetzt der Technik doch ein bisschen geknietscht. Uff, 2 Stück will ich nicht haben. Einer reicht erstmal. Gut. Zack, 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 zack. So muss das. So, auf zum nächsten. Nichts bei. Okay. So, die Tic-Tac hat natürlich nichts gebracht, oder? Weiß ich jetzt nicht. Okay. War denn hier noch was? Riesenratte. Oh weia, da greifen die einen Typi an. Und ich muss mir das aus der Ferne angucken? Wie, das geht aber nicht. Ja, der macht mir meine Erfahrungspunkte kaputt, da hinten der Heinz. Oh Mann. Ja, okay, dann werden wir erstmal hier ein bisschen was von Athanos Scavenger da. Also das ist ja ein Ding. Ach, das ist der Klaus. Kein Wunder, dass er Klaus heißt. Wohnt an der Küste, aber nicht an der Nordseeküste. Herrlich, so. Ich darf mich jetzt hier nicht vertunneln. Ich sollte hier erstmal meinen Weg gehen. Ich gehe meinen Weg und du gehst deinen Weg, Klaus. So, und die sind alle ein bisschen zu doof und außerdem höre ich auch noch Wolffinger. Und dann werde ich doch mal Athanos Mole Rat. Okay, wenn wir das mal so machen. Ein Wildschwein kriegen wir bestimmt noch hin, ne?
Komm, Witch meinte. Ja, jetzt hat er mich. Ein bisschen höher zielen. Muss unbedingt nachgucken, wie viele Pfeile ich denn eigentlich habe. 12 noch. Das wird eng. Ich muss Baumstämme finden, damit ich Pfeile machen kann. Also. Pfeile sparen. Bisschen hier. Na, da bist du ja schon. Na komm. Na komm. Und hau auf die Mütze. Schon bist du Grütze. Da ist der nächste. Oh, das ist nicht so einfach. Oh. So, und immer schön ein bisschen Kräuter sammeln. Also aufgrund der Tatsache, dass es ja so viele Sachen gibt, ich darf nochmal einblenden, hier die ganze Liste hier, herrlich. Und schaut einmal, ich brauche nur noch 475 Punkte. Ja, weißt du, wir müssen noch ein bisschen... Da ist nicht zu holen. Ja, ist ja gut, Roland. Oh, schau mal hier, schön angebracht. Ne? Ein paar Waldbeeren. Okay. Ja, das ist der Strand. Da sind wir eigentlich schon durch, oder? Ja, okay. Gehen wir runter. Irgendwas höre ich da wieder hier. Na, perfekt. Besser kann es nicht sein. Jetzt, dass wir hier noch ein paar... Ach, das sind ja die... Das ist ja diese Scavenger... Schwadron hier. Ja, mal gucken. Vielleicht. Ja, okay. Vielleicht kann ich sie doch irgendwie doch alle einzeln rausholen. Was habe ich neulich gelesen im Forum? In der Odyssey Mod Forum Geschichte. Und zwar im Kegel oder sowas. Im NPC-Kegel oder Kugelsphäre. Hallo? Komm noch mal einer an. Habt ihr das gesehen? Was sind das für Peoples? Okay. Die kommen da einfach ohne Vorwarnung. Jetzt. Interessant, die laufen mir nicht hinterher. Dann andere Geschichte. Bitte, das hat geklappt. Wenn das denn so geklappt hat. Und ich muss gucken. Okay, den einen haben wir weiter an den Kadaver gelockt. Aha, also deswegen. Der wird ja auch sofort angreifen. Es sei denn, der hüpft weg. Der ist einfach zur Seite gesprungen. Okay. Umgebung gut im Auge behalten. Also diese Schwadron hier da hinten, ne, dieser Pulk von Scavies, der war ja wohl, der ist schwierig. Da braucht man auch nicht irgendwelchen Vorschlägen von irgendwelchen Taktiken zu kommen. Taktiken meine ich natürlich. Und wenn die kommen, dann kommen sie alle zusammen. Nicht wahr? So. Schon gespeichert. Nein, noch nicht. Doch, hab ich. Weiß ich. So, schaut mal da an. Da hinten, da. Die ganzen Peoples da. Die ganzen Scavies. Okay, da ist einer, der mich anblufft. Okay. Oh. Nee. Na, bleib erstmal. Ah ja, richtig. Genau, richtig. Der lässt sich gar nicht.
Schaut mal, das ist zum Beispiel so eine Szene, wo ich denke, cool, so ist sehenswert. So, und jetzt muss ich natürlich wieder ein bisschen Land gewinnen. Der ist einfach regungslos da gewesen. Der Scabby. Da ist er übrigens wieder. Das heißt... Oh Gott. Wieder ein bisschen weg. So, nochmal einstecken. Aus. Rausholen. Gut. Versuche ich es mal von der Seite. Kommst du? Aha, sind ja überall woanders noch Kadaver am rumliegen. Das ist natürlich auch eine Geschichte. Dann könnte ich die weiter auseinanderziehen. So, auseinanderziehen, ganz einfach auseinanderziehen. Oh, komm. Du sollst von oben nach unten hauen, nicht von links nach rechts. Und mühsam ernährt sich der Adanos-Scavenger. Lay, lady, lay. So, dann machen wir noch ein Käsebrötchen essen. Ich mag Käsebrötchen. Da ist nichts zu holen. Oh, richtig schön. So. Er haut zu. Und zwar daneben. Gut, okay, dann hat er mich da. Okay, das läuft jetzt flüssige. Flüssige. Ah, ja. So soll es sein, finde ich. Mal gucken, was ist denn die Wurst? Lebensenergiebonus 12. Ich mag keine Blutwurst, habe ich schon mal gesagt. Und was haben wir da? Machen wir noch ein bisschen Heilpflanze. Auch hier gut für die Vegetarier unter uns. Und nochmal ein bisschen hier einen Speicher füllen. Na. Oh, Heilpflanze, ja. Und da vorne ist auch sehr, sehr viel. Den kriegen wir auch. Übrigens sehe ich da hinten ein Tunnel. Pflänzchen. Wolf. Och, deswegen habe ich die Wölfe gehört. Ja, ja, Wolfgang ist da auch. Bam, 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 bam. Nicht zu holen. Aber hier ist was. Das sind ja die Wölfe! Nicht so nah ran. Und ewig lockt das Heilkraut oder was? Das sieht aus, als wäre hier nur noch ein und zwei. Leute, wir werden das hier richtig von hinten aufräumen. So, du sollst nicht schreien. Was war denn das für eine Kombo? Also, das war mal eine Kombo. Die ist jetzt echt per Zufall entstanden, die Kombo. Oh. Ja, da hinten ist auch noch was. Oh, ich finde es gerade hier so richtig gemütlich hier. Wir machen uns im Wald gemütlich hier. Die Sonne scheint. Da hinten ist irgendeine Gruft oder sowas. Wilde Hornissen? Mhm. Ja, okay. Den können wir bestimmt locken, blocken. Poka, poka, poka. Ja. Dann ist noch einer. Bisschen zurück. Warten, bis er zuhaut. Genau, und dann hauen wir nämlich zu. Der ist auch mal zurückgesprungen. War cleverer. So. Das macht Spaß. Das macht kalte Füße.
Sie sind nämlich geflogen, geflogen eine Stufe höher. Und das ist gut so. Damit sie auch kraftvoll zuweisen können. Ich meine mich und nicht die Scabbies. Die werde ich ja hier vernichten. Bin so gespannt, ich müsste jetzt 13 haben, richtig. So, ich bräuchte aber noch 3 Erfahrungspunkte dazu, weil Stärke, Geschick. Das sind ja 6, dann haben wir noch 7. Ach doch, ich habe ja letztes Mal gesagt 11 Punkte, jetzt sind es aber 6, 7, 13. 13 Pünktchen fehlen mir noch. Moment, 13 Pünktchen fehlen mir? 13 Punkte fehlen mir! Nochmal, Lernpunkte 13 habe ich. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Grundausbildung beenden? Nochmal hier ein bisschen jagen? Ja, wenn ich schon hier bin, dann machen wir nochmal richtig drauf zu, finde ich. So. Oh, das war. Noch eine Gruft da hinten. Was ist das? Wilde Hornissen. Kann man die auch kaputt machen? Ja. Wer ist denn noch hier hinter mir her? Muss schneller werden. Okay. Waren denn die wilden Hornissen? Obwohl, die stehen ja unter Naturschutz. Die brauchen ja gar nicht irgendwie großartig zu vernichten. Da. Okay. Wilde Hornissen. Ein weißer Punkt. Okay, hauen wir mal ab. Herrlich. So, können wir hier erstmal die leichten Sachen noch wegkämpfen. Wegvernichten. Okay, da hinten ist eine Höhle mit den Wölfen. Romantisch. Verwesendes Fleisch. Zwitschernde Vögel. Und irgendwo mitten in der Natur steht ein einsamer Mensch. Ein Jäger. Klaus. Hallo Klaus. Hallo Klaus. So weit von zu Hause noch unterwegs? Hallo Roland. Wie du siehst. Schließlich bin ich Jäger und habe einiges noch zu tun. Was musst du hier draußen denn noch machen? Der Koch eurer Burg, Jonathan, hat mich beauftragt, ihm 50 Fleischkeulen zu bringen. Doch das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Wieso? Was ist das Problem? Siehst du die Scavenger? Sie stehen zu dicht beieinander. Wenn ich mir einen holen will, stürzt sich die ganze Herde auf mich. Und ich habe keine Lust, als Futter für diese Viecher zu enden. Junge, das habe ich doch alles schon erledigt, Klaus. Da kannst du mir auch schon mal gleich Geld geben hier. Was ist, wenn ich dir bei der Jagd helfe und dir deine Fleischkeulen besorge? Wie? Das würdest du wirklich für mich tun? Warum nicht? Ich habe sowieso zurzeit nichts Besonderes vor. Also gut, abgemacht. Du sollst es auch nicht bereuen. Wenn du mir 50 Fleischkeulen bringst, dann werde ich dir alles beibringen, was ich kann. Vorausgesetzt, du verfügst über die notwendige Erfahrung. Was meint er damit? 50 Fleischkeulen. Wir haben aber nur 18. Ja, Klausi. Erst mal ein bisschen sammeln. Guck, kann man die Riesenratten denn auch ernten? Ja, das ist gut. Der hat doch nämlich... Was war denn das eben für ein Sound? Spooky. Etwas von Scavengern erzählt, die dicht beieinander sind.
Nicht zu holen. Gucken wir mal. Wo sind eigentlich die Ratten, die... Ah ja, da. Das ist ein Scabby. Ja. Zuhauen und nicht